Es ist 14.15 Uhr. Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag zu IDO. IDO zum ersten Gespräch in 30 Minuten. Mein Name ist Patrice Leiteritz. Ich würde heute den Vortrag mit Ihnen zusammen halten für Sie. Und ja, zur Organisation noch ein paar Worte. Wir führen diese Präsentation hier als Webinar durch. Das bedeutet, Sie können mich sehen, Sie sehen die Präsentation, aber ja, Sie können sich untereinander nicht sehen und ich sehe Sie nicht. Aber ich möchte Sie trotzdem dazu animieren, im Chat an der Diskussion teilzunehmen, Fragen zu stellen. Da würde ich dann die letzten Minuten des Vortrags dazu widmen, die zwischenzeitlich eingegangenen Fragen mir nochmal anzusehen und für Sie auch zu beantworten. Das können wir zum Beispiel jetzt schon mal testen. Wenn Sie den Chat öffnen bei sich, unter Chat, genau, da sehe ich schon das erste. Buongiorno, hallo. Tippen Sie doch einfach mal ein, von wo Sie uns zusehen, aus welcher Stadt. Das wäre schön. Ah ja, Berlin. Ich bin übrigens in Saalfeld hier in Thüringen, vielleicht kennt man es. Genau, das ist berühmt für die Feengrotten. Und auch für diverse andere Sachen. Genau, hallo. Wie gesagt, also wenn Fragen sind, einfach während des Vortrags in den Chat schreiben und dann kommen wir später nochmal drauf zurück. Gut. Jetzt wollen wir mal schauen zur Einführung. Genau, was ist überhaupt IDO? IDO ist eine sogenannte Plansprache, die aus dem Esperanto hervorgegangen ist. Das kennen viel mehr Leute als IDO. Und das Wort IDO selber, das bezeichnet Nachkommen. Das bedeutet, es ist buchstäblich, die Sprache ist buchstäblich aus dem Esperanto hervorgegangen. Es ist eine Weiterentwicklung. Die Sprache wurde im Jahr 1907 veröffentlicht und sie stützt sich in ihrem Inhalt und bei den Vokabeln auf natürliche Sprachen. Hier sind allerdings nur europäische Sprachen gemeint. Das bedeutet Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch. Es ist eine Sprache, die leicht zu lernen ist. Sie hat eine absolut regelmäßige Grammatik und wir haben die 26 Buchstaben, die wir haben, und keine Sonderzeichen oder Umlaute. Genau. Jetzt würde ich ein paar Worte zur Einführung noch zur Aussprache sagen, bevor wir zum eigentlichen Thema des Gesprächs kommen. Und zwar, genau, inwiefern unterscheidet sich die Aussprache im IDO vom Deutschen? Die Tabelle zeigt die Unterschiede. Die Buchstaben, die hier nicht aufgelistet sind, die sind mehr oder weniger genauso wie im Deutschen auszusprechen. Wir haben den Buchstaben bzw. die Buchstabenkombination, die Beschreibung der Aussprache und ein IDO-Beispiel. Ich sehe gerade im Chat, da wird die Frage gestellt, ob man es nicht in Englisch führen kann. Sorry, no English today. We can only have this as a German speech. I'm sorry. Maybe next time. Gut, zurück zur Aussprache. Ich würde kurz die Beispiele von oben nach unten durchgehen, damit die Teilnehmer eine Idee von der Aussprache bekommen. Beim Buchstaben C, das wird immer ausgesprochen wie ein deutsches Z und niemals wie ein K. Das IDO-Wort für Zitrone wäre zum Beispiel Citrono. Das CH immer wie Tsch. Daher heißt es Chefo, der Chef. Das J wird immer weich ausgesprochen, wie im Französischen, im Wort Journal. Und deswegen sagt man Giorno. Und das ist der Tag. Nicht zu verwechseln mit Dio. Das sind die 24 Stunden. Das S wird scharf ausgesprochen, wie im Kessel. Und da haben wir das Beispiel Classo, die Klasse. SH ist das Äquivalent zum deutschen Sch, wie in Fischo, der Fisch.
Das V wird ausgesprochen wie W, Worto, das Wort, und das W wie ein englisches W, Westo, Westen. Das Y ist wie das deutsche J, Jaro, das Jahr, und das Z ist ein summendes S, wie Roso, die Rose. Und G wird immer so ausgesprochen wie in Geld oder in Gabe, Gambo, das Bein. Bei der Aussprache ist darauf zu achten, dass jeder Buchstabe oder jede Buchstabenkombination in jedem Fall immer gleich ausgesprochen wird. Das heißt, hier gibt es keine zwei verschiedenen Laute für einen Buchstaben. Wir haben auch Doppellaute. Das Au wird wie im Deutschen ausgesprochen als Au, aber das EU, das wird anders ausgesprochen, nicht Eu, sondern als gedehntes E und kurzes U. Ansonsten, wenn zwei Vokale aufeinandertreffen, werden diese getrennt ausgesprochen, wie Aero, die Luft. Es gibt noch mehr Grundregeln natürlich, die kann ich auch nicht alle heute behandeln mit Ihnen, aber die haben wir trotzdem noch einige Beispiele dazu, und zwar wie man Wörter erkennt. Die Substantive enden grundsätzlich auf O, so wie das Wort Domo, das Haus. Und die Verben sind auch vollkommen regelmäßig. Diese Formen werden auch immer jeweils so ausgeführt, wie sie hier zu sehen sind. Das Beispielwort sehen heißt im Infinitiv vidar. Die Gegenwart hier mit ich zusammen kombiniert, me vidas, ich sehe. Die Vergangenheit, me vidis, ich sah. Und die Zukunft wäre dann me vidos, ich werde sehen. Es verändert sich immer die Nachsilbe. Der Konjunktiv, ich würde sehen, heißt me vidus, und der Imperativ, die Befehlsform vides. Adverbien, die abgeleitet werden von anderen Worten, die enden auf e, so wie bele. Jetzt noch als letzter Teil der Einführung die Personalpronomen, noch ein paar Worte dazu. Wir haben natürlich Einzahl und Mehrzahl und hier in der Tabelle zusammengefasst, was bedeutet. Immer jeweils nebeneinander die Ido-Wörter und die jeweils deutschen Wörter dazu. Me bedeutet mich, tu heißt du und wu ist das formelle Sie, also die höfliche Anrede. In der dritten Person haben wir il für oder ilu für er, el oder elu für sie, ol oder olu für es. Die letzten Buchstaben bei den letzten dreien sind jeweils in Klammern gesetzt, weil die nicht in jedem Fall dazu geschrieben werden müssen. Also nicht grundsätzlich, aber wenn es jetzt dem Wohlklang dient, kann man diese letzten Buchstaben noch dazu setzen. Aber man kann das in jeder Form verwenden. Bei der Mehrzahl haben wir nie für wir, wie für ihr und sie, also sowohl die Du-Form als auch die höfliche, formelle Anrede. Und in der dritten Person jeweils ili, eli oder oli. Und das sind immer Gruppierungen aus männlichen, weiblichen Personen oder sächliche. Jetzt haben wir natürlich in der Spalte ganz auf der rechten Seite noch jeweils die allgemeinen. Wozu braucht man das? Das ist natürlich jetzt die Frage. Und da möchte ich hervorheben, dass das Ido von Anfang an als Sprache ein wirklich geschlechtsneutrales Pronomen hat. Und das wäre in dem Fall Lu für die Einzahl und Li für die Mehrzahl. Ja, das bietet eben den Vorteil, dass man, wenn das Geschlecht nicht besonders hervorgehoben werden muss, einfach dieses Wort jeweils verwenden kann und man damit die gleiche Aussage trifft, aber eben ja, kein Geschlecht anspricht. Wie gesagt, das ist eine Diskussion, die aktuell geführt wird und 1907 wurde das hier schon mitgedacht. Zur Besitzanzeige kann man lediglich ein A anhängen, so wie unten in dem Beispiel mehr mein. Gut, das war es aber jetzt mit der Einleitung. Das war schon ein bisschen ermüdend wahrscheinlich, die ganzen Tabellen und verschiedenen Formen.
Wir wenden uns jetzt unserem eigentlichen Ziel von dem Vortrag zu. Und zwar das erste Gespräch auf IDO. Und wir haben jetzt hier zwei Personen, die gleich ein angeregtes Gespräch führen werden. Und zwar Bianca in Klammern B und Adam A. Genau. Und das läuft jetzt folgendermaßen ab. Ich stelle jetzt auf mehreren Seiten verschiedene Dialogmöglichkeiten vor, von typischen Sätzen, die man im IDO sprechen kann. Und am Ende werden diese ausgewählten Sätze davon zusammengebaut zu einem vollständigen Gespräch von diesen zwei Personen, die sich dann sozusagen treffen. Wollen wir mal anfangen. Klar, was kommt zuerst? Die Begrüßung. Und da starten wir erstmal ganz einfach. Und zwar mit dem typischsten Begrüßungswort, was wir im IDO haben, und zwar Saluto. Und das sagt man im Grunde in jeder Situation, heißt wortwörtlich Grüße und im übertragenen Sinne einfach Hallo. Man kann natürlich auch sagen, so wie im Deutschen, Buona mattino, das würde bedeuten guten Morgen, Buona giorno, guten Tag, oder Buona vespero, je nachdem, welche Tageszeit natürlich ist. Oder wenn man jemanden zum Beispiel als Gastgeber begrüßt, kann man natürlich auch sagen Buon veno, was willkommen bedeuten würde. Gut, das ist relativ einfach. Jetzt geht es natürlich weiter. Was möchte man überhaupt sagen? In spontanen Gesprächen ist es natürlich angebracht zu fragen, wie geht es dem anderen? Die Frage, wie geht es dir, wäre ganz einfach, quale tu standas. Also wie, das zweite wäre dann dir das Äquivalent, wie es dir geht quasi. Und die Antworten hier könnten zum Beispiel sein, bone, equale standas tu, was bedeutet gut und dir. Darauf könnte man wiederum antworten, me dankas, tre bone, danke, sehr gut. Oder auch, wenn es einem natürlich nicht so gut geht, ne bone, me esas malada, nicht gut, ich bin krank. Man kann natürlich auch sagen, me esas kelke fatigita, ich bin etwas müde. Also da gibt es natürlich viele Varianten. Ein paar davon werden wir dann im Gespräch wiederfinden. Gut, das war der Einstieg. Wenn ich natürlich nicht alleine unterwegs bin, ich jemanden dabei habe, ist es im Gespräch auch angebracht, denjenigen vorzustellen. Und wenn ich jemanden vorstellen will, geht das ganz einfach. Ich kann zum Beispiel sagen, tu esas mea patro oder matro. Das wäre, das ist mein Vater oder meine Mutter. Ich kann sagen, tu esas mea fratulo oder fratino, mein Bruder und meine Schwester. Tu esas mea amico heißt einfach, das ist mein Freund. Entschuldigung. Und die Gelegenheit würde ich nutzen, nochmal auf den Aspekt der gendergerechten Sprache aufmerksam zu machen, auch hier, weil das Wort frato gibt es auch. Und das wäre sozusagen dann geeignet, um ein Geschwisterteil zu benennen und man das Geschlecht nicht in der Sprache schon mit aussagt. Also fratulo wäre der Bruder, fratino die Schwester und frato das Geschwisterteil an sich. Das gleiche kann man auch mit amico machen. Wir haben hier amico. Es wäre aber natürlich auch möglich amiculo, das wäre der männliche Freund, oder amicino, der weibliche Freund oder die Freundin. Also das ist möglich. Gleichzeitig kann man natürlich auch Menschen zusammenfassend vorstellen. Mit diesen Begriffen, die wir auch im Deutschen kennen. Man kann sagen, tu esas mea genitori, für die Eltern, gefrati, Geschwister, oder amici, Freunde. Diese Begriffe, vor allem gefrati, kann man sich ganz leicht merken, weil im Deutschen gibt es ja auch den Begriff Gebrüder. Ist ein bisschen veraltet, aber es ist genau die gleiche Vorsilbe sozusagen. Genau.
Das wäre jemanden vorstellen. Nun kann man auch nach dem Alter fragen. Die Frage dazu würde bedeuten, wenn ich jemanden nach dem Alter einer dritten Person frage, das wäre dann Quante L. Evers zum Beispiel. Wenn ich nach dem Alter einer weiblichen Person frage, wie alt ist sie? Und die Antwort könnte lauten, L. Evers Ok Jahre, sie ist 8 Jahre alt. L. Evers Dek Eun Jahre, sie ist 11 Jahre alt. Oder L. Esas Tam Olda Kam Tua Fratulo, sie ist so alt wie dein Bruder. Das ist natürlich schon ein bisschen komplexer. Ich habe die Beispiele so ausgewählt, weil man hier ganz gut sieht, auch wie das Zahlensystem funktioniert. Das ist nämlich auch sehr einfach und nachvollziehbar. Wir haben einfache Zahlen, zum Beispiel wie hier die 8, Ok. Und wenn man jetzt sagt 11, dann ist es zusammengesetzt aus Dek, was 10 bedeutet. E steht für und Un bedeutet 1. Also Dek e Un ist 11. Die Besonderheit hier ist auch, dass man im Zusammenhang mit dem Alter sagt, evas statt esas. Esas heißt sein. Im Deutschen sagt man, wie alt ist sie? Und im Ido sagt man aber statt esas hier evas. Wenn man aber einen Vergleich anstellt, wie hier im letzten Beispiel, in der Beispielantwort Nummer 3, dann sagt man el esas, nicht evas, also El Esas Tam Olda Kam Tua Fratulo. Sie ist so alt wie dein Bruder. Genau. Gut, jetzt haben wir das hinter uns. Und jetzt wäre es auch möglich, über Aktivitäten zu sprechen. Das ist natürlich ein weites Feld. Und wenn man interessiert ist, kann man nachfragen: Quon tu volas agar hodie? Was bedeutet, was möchtest du heute tun? Und Antworten könnten sein, me visitos mea genitori. Ich werde, also visitos ist die Zukunftsform, me visitos mea genitori. Ich werde meine Eltern besuchen. Ni volas climar sur monto. Wir wollen auf einen Berg steigen. Es heißt hier nicht der Berg, sondern also irgendeinen Berg, mehr oder weniger. Und da gibt es kein Wort dafür wie einen, kein unbestimmtes Wort. Und deswegen wird es weggelassen. Das heißt, es heißt einfach ni volas climar sur monto. Natürlich kann ich auch zum See gehen und das würde bedeuten mi iros a la lago hodie. Interessant hier ist auch, wir haben ja im Grunde die Verbkombination wollen und tun. Und da wird es im Grunde nur das erste Verb in diese Form gesetzt, also wird verändert mit der Nachsilbe. Und das zweite bleibt im Infinitiv. Genau. Das waren die Aktivitäten. So, und wenn man dann das Gespräch beendet hat, verabschiedet man sich natürlich noch. Und da kann man ganz einfach sagen, adio, so wie adios im Grunde, oder ciao, was es ja auch ganz ähnlich im Italienischen gibt. Wie im Deutschen kann man auch sagen, auf Wiedersehen, das würde dann bedeuten, till rivido. Und wenn man ein wenig mehr sagen will, kann man natürlich auch Folgendes ausdrücken, ich wünsche einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende. Mediseras agreabla giorno, das ist der Tag, oder seman fino, das Wochenende. Interessant bei dem Wort seman fino, das ist ein zusammengesetztes Wort aus semano, Woche, und fino, das Ende. Und weil das O im Grunde eine Endung ist, kann man das bei dem ersten Substantiv hier weglassen. Das bedeutet, statt semano fino, was aber auch möglich ist, das kann man sagen, kann man das abkürzen, indem man sagt semanfino. Gut. Damit hätten wir jetzt im Grunde alle Bestandteile, die wir brauchen, um ein Gespräch auf Ido zu führen. Und das wollen wir jetzt gleich machen.
Und zwar hier in der Zusammenfassung, das Gespräch auf IDO. Jetzt ist es so, dass wir hier nur noch die IDO-Variante haben von den gesprochenen Sätzen. Deswegen würde ich die jetzt einmal komplett vorlesen und danach Satz für Satz nochmal übersetzen. Die Buchstaben A und B stehen für unsere Protagonisten Adam und Bianca. Und dann fange ich jetzt mal an. Also es geht los mit Saluto Bianca. Buona giorno Adam. Quale tu standas? Me dankas, tre bone. E quale standas tu? Anche bone. Ma me esas quelque fatigita. Qua esas tua amicino? To esas mea juniora fratino, Clara. Und es heißt übersetzt, Hallo, Bianca. Guten Tag, Adam. Wie geht es dir? Danke, sehr gut. Und wie geht es dir? Auch gut. Aber ich bin etwas müde. Wer ist deine Freundin? Das ist meine jüngere Schwester Clara. Wir sehen also, es ist relativ einfach möglich, die Sätze Wort für Wort zu übersetzen. Das war die erste Hälfte des Gesprächs. Die zweite Hälfte wäre das hier. Wir gehen genauso vor. Buona giorno, Clara. Quante el evas? Elo nun evas kin jari. La vetero esas bonega. Mi iros alla lago. Quon vi volas agar hodie? Ni volas promenar en la parco. Me disiras bona tempo. Adio, Bianca e Clara. Ciao, Adam. Und das heißt übersetzt, Guten Tag, Clara. Und hier wendet sich Adam an Bianca wiederum. Wie alt ist sie? Bianca sagt, sie ist jetzt 5 Jahre alt. Adam wiederum, das Wetter ist wunderbar. Ich werde an den See gehen. Was wollt ihr heute tun? Wir wollen im Park spazieren gehen. Promenade in La Parco. Adam wiederum, ich wünsche eine gute Zeit. Tschüss, Bianca und Clara. Mach's gut, Adam. Ja, das wäre im Grunde schon unser erstes Gespräch gewesen. Wie gesagt, zusammengesetzt aus den Bestandteilen, die wir vorher in den verschiedenen Folien uns angesehen haben. Und ja, genau. Und damit hätte man sein erstes erfolgreiches Gespräch auf IDO schon hinter sich. Und jetzt möchte ich die letzte Zeit, die wir noch haben, noch kurz nutzen, um wenigstens ein bisschen noch auf unseren Verein einzugehen. Ich bin Mitglied der Deutschen IDO-Gesellschaft, jetzt seit 2019. Unsere Webseite, die idolinguo.de, gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr uns gerne schreiben. Ja, der Verein besteht seit 1960, der hat aktuell 45 Mitglieder und daher freuen wir uns auch über neue IDO-Freunde, wenn ihr euch dafür interessiert. Und wenn ihr euch bei uns meldet, lassen wir auch gerne ein Infopaket an euch zugehen per Post, das ist kein Problem. Ansonsten gibt es auch noch nützliche Links im Internet. Wir haben von der Deutschen IDO-Gesellschaft ein Magazin, den IDO Saluto. Den kann man natürlich auch beziehen. Es gibt eine Wikipedia-Seite auf IDO, wo man von der Hauptseite von Wikipedia draufkommt. Und idovivo.info, eine IDO-Bibliothek mit vielen Büchern auf IDO, die man sich runterladen kann. Und neuerdings gibt es auch auf YouTube den Kanal der Deutschen IDO-Gesellschaft. Genau. Also wir würden uns sehr freuen, wenn einige von euch sich das IDO-Angebot im Internet anschauen, vielleicht mit der Deutschen IDO-Gesellschaft in Kontakt treten, sich ein paar Informationen holen, vielleicht in den Verein eintreten. Und wir freuen uns sehr, wenn wir die Sprache IDO weiterhin fördern können. Genau, und neue Freunde gewinnen, auch zur Konversation. Gut, jetzt würde ich mal in den Chat hineinschauen.
Ich habe gesehen, parallel wurden schon ein paar Sachen beantwortet. Ich gehe mal wieder nach oben. Werden Sie noch etwas dazu sagen, wer Ido spricht und was im Alltag der Vorteil gegenüber Englisch wäre? Also, der Vorteil grundsätzlich einer solchen Sprache ist, dass man sagt, jeder startet auf einem Niveau, jeder muss es lernen, aber es ist eine Kunstsprache, es gibt keine wirklichen Regelausnahmen, daher ist es eben sehr leicht zu lernen. Und es gibt sogar Studien, die gezeigt hätten, man ist schneller, wenn man zuerst Ido oder Esperanto lernt, das macht nicht wirklich einen Unterschied, und dann eine dritte Sprache lernt. Also es gibt auf jeden Fall Vorteile gegenüber Englisch, wobei Englisch ja auch relativ leicht zu lernen ist. Genau, wir haben leider eben nicht so extrem viele Ido-Sprecher, weil Esperanto eben von diesen Kunstsprachen mehr präsent ist, muss man sagen. Gut, dann gibt es noch ein paar. Wieso nicht Meiros a Lago? Ja, das kann man natürlich auch sagen letztendlich. Das ist dann der unbestimmte See. Ansonsten würde es eben heißen, wenn man sagt, Meiros a la Lago, ich werde an den See gehen. In welchen Ländern gibt es die größte Anzahl Ido-Sprechern? Das ist natürlich schwer zu sagen. Also in Deutschland gibt es den Ido-Verein. Also man muss es, denke ich, Ido als eine Weltsprache begreifen. Und es gibt überall versprengte Ido-Sprecher. Also in Südamerika, in Europa. Ist auch in Asien, da ist kein Land wirklich ganz, ganz weit vorne, denke ich, soweit ich weiß. Ido will Weltsprache sein, aber es gibt kaum Sprecher und kaum Lehrmaterial. Die Esperantisten sind da aktiver. Ist es nur ein Sprachliebhaberclub? Es ist richtig, dass im Moment nicht besonders viel Lehrmaterial vorhanden ist. Es gibt es schon. Also ich selber habe einen Ido-Kurs übersetzt von Englisch auf Deutsch. Das nennt sich Kompaktkurs Ido, ist ein Wikibook, frei verfügbar. Dann haben wir Ido für alle. Das ist ein etwas älteres Lehrmaterial. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man in Zukunft noch dran arbeiten muss. Es gibt eben die Tatsache, dass es nicht so viele Ido-Sprecher gibt wie Esperantisten. Ich denke, das ist der Hauptgrund. Genau. Was ist der Vorteil gegenüber Esperanto? Also die Sprachen sind sich extrem ähnlich, aber es gibt verschiedene Vorteile gegenüber Esperanto. Eines davon ist, dass keine Sonderzeichen verwendet werden. Wir haben gegenteiligere Wörter, das heißt, wir haben zum Beispiel im Ido die Begriffe warma und kolda für warm und kalt. Im Esperanto wird es immer negiert in dem Sinne, es gibt warma. Und ne warma, wenn ich richtig informiert bin, ich bin kein Esperantist. Das sind Unterschiede, aber es gibt sehr große Überschneidungen. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Sprechen viele Ido-Sprecher auch Esperanto oder mögt ihr euch nicht? Also es gibt zwar durch die Teilung der Sprachbewegung, gab es zwar früher mal Streitigkeiten, so wie ich das gelesen habe, aber heutzutage ist man sich darüber einig, dass man sich gut verträgt, denke ich, in den meisten Kreisen. Genau, ich sehe gerade andere Malwarma heißt es, Entschuldigung, ja, das war von mir falsch. Andere haben freundlicherweise einige Antworten noch gegeben. Das ist sehr nett, danke. Gut. Ich freue mich, dass so viele mitgehört haben, dass sich viele im Chat beteiligt haben. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte einige von euch oder von Ihnen für die Sprache begeistern. Vielleicht lernen noch manche Ido die Sprache. Vielleicht melden sich ein paar bei uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.